Das ist ja schon witzig. Hau raus! Okay, guys, get ready. Runter kommt an Idioten. Ja. It's time to strike C4. Boah, nö. Und der hat nicht mal Damage gekriegt. So, jetzt haben wir gewonnen. Kaboom! Oh nein, ich hab's nach unten geworfen. Ja, du bist ein Lappen. Okay, zweiter Versuch. Du lebst immer noch? Achso. Übers Jump-Pad. Kaboom! Alter, es ist in ihrer Mitte explodiert, es hat einfach keiner Schaden bekommen. Siehst du, hast halt schlechtes C4 eingekauft. Das ist, weil du zu viel spielst, du hast einfach kein Geld mehr für Qualitätsmunition. Digga, ich geb dir gleich Qualität. Da, hast wir verlieren A. Qualität Shotgun-Munition direkt ins Gesicht. Ja, wir verlieren trotzdem schon A. Oh, Charlie, ne Base. Ja, wir haben eh nur noch 20 Sekunden. Ist doch scheißegal. Der Alarm geht noch 20 Sekunden. Du kannst von mir aus so viel A verteidigen, wie du willst. Mach ich auch, ich will den Kill haben. Yo, was war das jetzt? C4 hat mich in der Luft gekillt. Wie geht sowas? Ich habe eine Galaxy Less gekillt. Was ein Wunder, Terraner haben gewonnen. Nein, Vanus. Vanus. Mach so Lappen. Ja, es passiert da mal. Ja, was mach. Oh, ich will. Kampf 42. Ich wurde wiederbelebt. Jawohl. Wohin geht's denn da? Ist hier noch Gegner da? Kämpft! Kämpft härter! Kämpft bis in den Tod! Du wurde jetzt in der Luft C4'd. Ah, Dark ist auf Inder. Du lebst auch noch. Nein! Mann, wie blöd bin ich? Hat sich mit dem Rücken ganze Zeit meiner Rücken zugedreht und nein, ich töte ihn nicht. Ich habe ihn nicht getötet. So, jetzt gehe ich nach Hose hin. Was? Nix nach Hose hin am Arsch. In Inder. Ja, Inder. Inder Warp geht. Nee, weil es mir gerade Hosen vorgeschlagen hat. Hose macht mir heute keinen Frohsinn. Oh yeah, Bestes bei mir. Er hat einen Druckbooster. Und er ist rausgegangen. Oh, rips. Ey, sind die Best mit dem Druckbooster kommt zu mir rein? Die move ihn direkt wieder in Alpha. Ah ja, warum bloß? Und vor allem hier drin sind nur wir drei Ohre. Der Rest ist so. Digga Flow, what the fuck. Ausverkauft. Man kann ja gar nicht mehr auf die Ding C4 legen, ist ja doof. Auf die was? Wir haben ja nicht drei Bonus-Dinger, also. Auf die Galaxy. Das ist nur einer. Nur der Best. Nein, die Blauen sind kein Druck. Nur der Best hat den Druckboost. Den haben sie uns weggenommen. Also da kann uns nicht. Your plane is full. Wall is full. Ah, Gott. Ja, dann können wir ein bisschen im Handy gucken, solange es noch nicht losgeht. Ah, es geht los. YouTube anfahren. Was, Alter? Bist du behindert? Du hast mal irgendwie Dark Nerven so ein bisschen. Da wird er wieder meinen, wir sind bekloppt. Ach ja, sind wir bekloppt. Jetzt sind wir bekloppt. Aber weißt du, das muss man hin und wieder mal wieder auffrischen, dieses Gefühl, nur mit Bekloppten zu arbeiten. Sonst meint er irgendwann, wir sind vernünftig. Mit Foto kann man nicht vernünftig sein. Oh, wir haben Besuch. Es ist Gorlak, der Schlachter. Oder irgendeine der Walküren, das kann auch sein. Ha, die Walküren der Apokalypse. Oder Gorlak. Oder Gorlak. Wer ist Gorlak? Gorlak der Schlachter.
Jetzt ruf mal Torp, Torp, Torp. Ist ja schon witzig. Hau raus! Okay, guys, get ready for the drop. We drop in 3, 2, 1, out, 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 out. Aber das war übrigens der Punkt. Und tot. Ja! Ich bin auch einfach verreckt. Was soll die Scheiße? Ach, Mann, sind mir scheiße. Und der Markus Team weckt mich, also. Alter, du kriegst gleich in die Fresse, wiederbelebt mich jetzt. Ja, belebt mich auch mal wieder. Geht nicht, es hängt. Ich weiß. Hauptsache, stellt sich einfach hin und Team weckt mich. Ey, ich hab noch 7 Sekunden, Mann. Achso, okay. Ich hab gar nichts mehr irgendwie. 5, 4, 2, 1. Und weg. Nein, nein, ich wurde wiederbelebt. Ich nicht, jetzt super. Wo komme ich jetzt wieder raus? Natürlich, ich muss wieder Auto fahren. Ach man, das hätte viel früher kommen müssen, der Drop. Ja, dann wären aber alle in der Pampa gewesen. Ist doch gut. Ja, und? Dark wäre schuld gewesen. Dark wäre schuld, wenn ich einen Drop ansag. Stimmt, ja, stimmt. Und? Er ist die Logik verstehe ich. Hätte man Dark, du bist ein Topführer. Eben, hätte man Dark ein bisschen blöd anmachen können. Natürlich, jetzt wäre ich getötet vom Sniper. Ich werde auch von irgendwo hinten abgeballert, das ist so gar nicht gesund. Warte! Das ist überhaupt nicht gesund und ich bin tot. Diese Wichser. Warum haben die alle auch Axiom-Waffen? Weil's Warnos sind. Ah ja, stimmt. Die müssen ja nichts dafür können, um auch Axiom zu werden. Nee, die hocken da oben auf dem Berg da drauf und snipern runter, deswegen kannst du keine Fahrzeuge spawnen. Aber der war so schlecht, der hat 2 Schüsse gebraucht, um mich zu töten. Ja, nehme ich mit. Ey, ich hatte heute eine 15er Killstreak beim Snipen, möchte ich nur anmerken. War ganz cool. Oh, fuck. Man hört mich echt. Oh, da ist einer. Ja, einer. Zugriff auf das Fuhrzeug. Einer überrennt gerade alle. Ja. Da oben ist er. Wir haben. Warum auch gesehen. Immer. Wir haben weil gesehen. Warno ist. Nee, ein Terraner. Klar. Der wohl erlegt ist ein Terraner. Ja, und der uns alle gerade weggeholt hat, ist ein Warnung. Ja, weil er... Weil er kein Terraner ist. Genau. Wo seid ihr eigentlich? Ihr seid doch direkt bei mir. Ihr labert wieder ein Bullshit. Ja, was laberst du, Alter? Wir waren gerade bei Tafel Depot A. Alter. Tavarisch. Und da war ein Warnu. Der einfach abgeraped hat. Ja, es war ein Leichter oder so. Keine Ahnung, was es war. Der einfach alle weggeholt hat. Alle hier gemacht, alles kaputt gemacht. Die Harten, die Weichen, weiß halt, die ganzen. Warnus wissen es ja, weißt du? Wissen es ja wissen. Die haben auch keinen guten Patch bekommen oder so. Nein, die wurden nur runter gepatcht. Nee, Warnus sind einfach von Natur aus stark, weißt du? Die wurden nicht hochgepatcht. Die sind einfach alle viel besser geworden im Spielen. Die haben sich so von einem Tag auf den anderen überlegt, hey komm. Scheiß auf Sterben, wir machen einfach Killstreaks. Hol mal den dicken Hammer raus, ne? Zu der 15er oder so wieder. Naja. Sterben ist was für Anfänger, wir sterben jetzt nicht mehr. Das haben die sich gedacht und das haben die dann halt umgesetzt. Nein, einer hat es ihnen bestimmt gesagt. Higbi hat gesagt, Leute, ihr dürft einfach nicht sterben, dann gewinnt ihr auch die Alarm. Ach so, ja, okay. Ah, zum Glück habe ich heute im Neuen erzählt, dass Sterben eine schlechte Idee ist. So, als Anfänger für Blendezeit, nicht sterben. Das könnte man aber noch als Tutorial. Wie sterbe ich nicht bei Blendezeit? Nein! Ja, doch, ganze Zeit im Warp Gate stehen bleiben, dann sterbst du auch nie. Mein Tipp war nicht sterben, das ist so der Tipp für alle Anfänger. Ich hab aus mein Freund ist einfach richtig eingenommen. Wem? Numantis Blue, Numantis der Blue. Ich bin mit meinem Sniper Rifle hier richtig am Verkacken gerade. Ich wollte eigentlich so Heilung anbieten drücken und dann habe ich aus den auf. Natürlich, ja, ich weiß, kommst du ins Haus rein vom A-Punkt, keine Sau hinter dir, außer ein eigener, und der schießt ja natürlich noch ins Kreuz. Natürlich schießt er dir noch ins Kreuz. In Karl. Ja, furchtbar. Freiheit über Unterdrückung. Wir schießen auf wen wir wollen. Ja. Was für ein Scheiß. Da oben, gerade eben wieder rechts oben, GD7F, ein NC erschießt einen NC. War gerade wieder oben rechts gestanden. WASP is running semi-operation tonight if you understand.